Leute, da sind wir wieder zurück bei Far Cry 3 und damit herzlich willkommen zurück. Im letzten Part habe ich euch ja gezeigt, wie man nicht pokern sollte. Hab's aber trotzdem gemacht und hab hier ordentlich auf einen Sack gekriegt. Und, ja. Auf jeden Fall, unsere erste Pokerrunde ist ein bisschen in den Arsch gegangen. Und ich suche jetzt mal nach einem Auto, damit ich zu meinem wirklichen Ziel jetzt hier komme. Wenn nicht, muss ich laufen und das sieht wohl so aus, als müsste ich laufen. Na, ist ja auch nicht so schlimm. Weil die kommen einem ja eh immer entgegen. Und das nicht im freundlichen Sinne. Ein Funkturm habe ich hier nicht wirklich. Also einfach am Strand entlang. Und ich nehme die AK, weil... Ihr wisst ja, die haben ja fast alle eine AK dabei, die Gegner. Da kann man mit sowas umgehen. Da ist der nächste Funkturm. Und warum ist es so unscharf? Frag mich nicht. Schlechte Kamera. Naja, egal. Gehen wir dann jetzt erstmal hier in Richtung nächstes gegnerisches Lager. Denn ich glaube, wenn wir dann noch den Funkturm da hinten sichern, dann habe ich wirklich mir die Sniper da freigeschaltet. Dann kann ich mir die kostenlos im Shop holen. Und das wäre doch schon mal ganz geil, oder nicht? So. 300 Meter noch. Die heiße Phase beginnt und ich habe nichts mit Schalldämpfer da. Erstmal alle Waffen nachladen. Ist jetzt nicht gegen mich gerichtet, oder? Naja, dann ist ja gut. Ich helfe aber trotzdem mal beim Geballer mit. Das sind ja meine Freunde und muss die unterstützen. Tschüss. Meine Güte. Kann ich einfach meine Freunde hier abschlachten? Okay, kann nur Geld nehmen, egal. Okay, Beuterucksack herstellen, kann ich das? Ich glaube, da brauche ich doch diese Ziegen für, oder? Beuterucksack, was brauche ich dafür? Tapirfell, ach so. Aha. Wo gibt's Tapir? Keine Ahnung, frag mich nicht. Hier noch eine Leiche plündern. 7 Dollar. Und da ist dann auch das Versteck. Es ist direkt am Wasser. Fuck, da habe ich ja gar keine Chance. Glaube ich zumindestens. Muss ich ja sofort in Deckung gehen, wenn das auf der Insel ist. Oh, ich bin ja richtig am Arsch. Wehe, die haben so einen verschissenen Alarm. Wird mir ja wieder nicht angezeigt, weil ich den Funkturm da hinten noch nicht hab. Erstmal hier ein bisschen weiter außen. Weil sonst entdecken die mich und dann bin ich am Arsch. Also da stehen schon mal zwei. Da ist noch einer. Drücken wir mal auf die Tube hier. Ich hoffe, ich werde nicht entdeckt. So, einmal nochmal heilen hier. Scheiße, sind hier Gegner? Ich hoffe mal nicht. Sieht aber relativ gefährlich aus. Wenn hier welche sind, bin ich am Arsch. Was ist hier? Hier geht's runter in... Da ist eine Kiste. 21 Dollar, was kann ich denn in meinem Beutegedöns hier wegwerfen? Ach, nee, die Tablette will ich nicht ablegen.
Was ist denn hier günstig? Das haben wir ja 5 Dollar für Ziegenfell. Aber das brauche ich eigentlich noch. Tigerfell, Büffel, Ziegenfell, Dingofell, Erko. Oko. Okay, das scheiß Blatt kann weg. Das weiße Blatt. Packen wir mal die Blätter weg hier. Na gut. Ist da jetzt noch was drin? Nö. Also hier ist nichts gegnertechnisches. Aber wir wissen ja, hier ist hinten ist hier wieder einiges. Wo ist hier ein Sniper? War doch gerade so ein rotes Strahlengedöns. Da ist ein Sniper. Da ist ein Draufgänger. Also 3 Gegner habe ich markiert. Haben die einen Alarm? Fuck, ich darf nicht sterben. Ich hab's fast. Ich bin zwar wieder voll reingerusht, aber... aber gut. So, ich hab's. Ja, geht doch. War ja wieder eine schwierige Geburt hier, ey. Kommen sie wieder angelaufen, ey. Angefahren, so rum. Außenposten, 10 von 34. Oh, eine Kiste. Hi, fett immer. Okay, Leiche plündern. Perfekt. Wo ist der Außenposten? Wo ist denn der jetzt? Erstmal einen Wegpunkt setzen. Also zumindest haben wir das jetzt unter unserer Kontrolle und ich möchte jetzt... Okay, dann kann ich auch noch hier hin. Aber da muss ich erst wieder... Was? Jetzt muss ich sowieso... Ja gut, dann erst zum Moskitohof. 200 Meter. Haben doch hier irgendwo wahrscheinlich ein Boot, oder? Das Gute ist wirklich an der AK, die lädt sich immer überall auf, weil alle Gegner mit dieser komischen Knarre rumlaufen. Ah, fuck. Scheiße, das ist ja gerade wirklich alles im Brand. Oh. Ja. Nun ja. So setzt man also Sachen in Brand. Kann ich aber noch erst das Boot nehmen, ne? Ja, gut. Brennt hier jetzt alles weg. Komm, so schlimm war es jetzt auch nicht. Steht doch noch alles. Ist das noch? Nee. Ja gut. Ist das noch zum kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Munition wieder verbraucht, egal. So, komm, jetzt möchte ich da rein. Klettern. Interagieren. Das ist nicht wirklich kaputt. Das geht noch. Oh, falsch. Ich glaube, das ist eigentlich schneller, nur ich habe es gerade ein bisschen beschädigt, aber gut. Es ist wieder Nacht. Ich hasse die Nacht bei Far Cry. Ich kann euch jetzt schon mal im Voraus sagen, ich werde gleich abkacken. Ist bei Nacht einfach so. So, 100 Meter nur noch. Vielleicht bleibe ich ja in der Nacht unerkannt. Dann haben wir auch schon unser nächstes Dorf. Vielleicht renne ich einfach mit der Pumpe rein und haue da alles weg.
das soll jetzt unsere tolle Nachtsicht sein. Naja. Montiere ich mir nächstes Mal lieber das Rotpunktvisier drauf. Der ist wieder ein Sniper. Ist aber momentan da. Ist der noch verdeckt? Was haben wir denn hier? Wie viele sind denn bitte hier? Bei mir oder bei denen? Nein, nicht den Alarm, nicht den Alarm, nicht den Alarm. Nein, was war das? War das der Löwe? Ach so, ja. War ja klar. Ich kann mit Pumpe eigentlich reinrennen. Es geht. Muss ja gar nicht Stealth spielen. Ich weiß gar nicht, ist es darauf aufgelegt, Stealth zu spielen? Oder kann man auch reinrennen? Ja, man kann ja auch reinrennen. So ist es ja nicht. Man sollte es nur nicht. Ich renne auch wieder mit Pumpe rein, Leute. Ich sag's euch. Hab ich jetzt Bock drauf. Da ist noch der eine Scharfschütze. Erstmal wieder alles markieren. Verpiss dich, wo auch immer dieser Löwe ist. Ach da. Ist der frei? Der ist frei. Okay, ich muss erstmal zum Alarm da hinten kommen. Was ist denn im Käfig? Ich muss mit der Dings rein. Ja, Verstärkung. Ja, okay, ich lass mich töten. Ich hab's wieder völlig falsch gemacht. Ja, komm, tötet mich. Wir sind in einer halben Minute da. Ja, scheiße. Ich weiß jetzt aber, wie ich es machen muss. Also den Sniper da auszuschalten, das war schon mal der richtige Weg. Reise per Schnellreise. Ach so. Ja, wieder mit Modell rein. Das passt schon, ne? Da oben kann ich nämlich gleich auch alle markieren. So. Die haben's. Alle Alarme deaktiviert. Nein. Ja, der Alarm ist deaktiviert, du Spast. Aha. Okay, Alarm deaktiviert, das ist doch schon mal gut. Jetzt habe ich wieder volles Leben und jetzt seid ihr am Arsch. Wo ist denn der hier? Ah, komm. Mit der Modell.
Nein! Fuck, ein Schuss, ich bin tot. Ein Schuss, ich bin tot. Ein Schuss, ich bin tot. Komm, lauf. Lauf, Jason. Lauf. Ist der scheiß Tiger auch frei? Boah, wehe. Komm, Tiger, jetzt mach die fertig. Der geht auf mich. Es war klar. Das mit dem Tiger war eine scheiß Idee. Es war klar. Alles richtig gemacht, nur das mit dem Tiger ist blöd gewesen. Ich bin mir sicher, dass wir das noch in dieser Folge schaffen. Ja, ich bin mir sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass ich noch diesen Versuch brauche. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich bin zwar fast verreckt, aber... das Einzige, was ich falsch gemacht habe, war das mit dem Tiger. Der Rest ging ja. Also das Gehege da aufzuballern war ein bisschen dumm. Weil anstatt dass der die angreift, hat er mich angegriffen. War ja wieder klar. So, komm, jetzt lenken wir den ab. Der guckt in meine Richtung. Kann ich da rein? Nö. Wieso gucken denn meine Richtung wieder? Wieso guckt denn der schon wieder in meine Richtung, hä? Oh. Wenn auch nur einer zu dem scheiß Alarm rennt. Ja, komm. Okay, das ist knapp, aber ich schaff's. Nice. Passt. Es war wieder total knapp, aber ich hab's geschafft. Und wieder kein Alarm. Tja, Leute. Ich kann's halt, ne? Mehr oder weniger. Wieder schön die Munition nachgefüllt. Also die Modelle mitzunehmen, das war gar nicht mal schlecht. Oh, ist da irgendwas oben drauf? Nö. Jetzt brauche ich noch ein Auto und zur Funkstation zu gelangen und dann, oh guck mal, jetzt wie viel da sicher ist, dann muss ich noch das hier machen, dann mache ich in der nächsten Folge und noch das hier und dann haben wir alles. Was heißt alles, aber dann haben wir schon einiges. 600 Meter. Gut, es ist machbar. Ja, scheiß auf die Aushangliste. Okay. Gibt's hier irgendwo mal eine Straße? Wo ist denn der auf der anderen? Ich muss eh übers Wasser. Oh, super. Toll. Ist da nicht noch mein Boot? Nö, ist verschwunden. War ja klar. Doch, da ist es noch. Die Nachtsicht ist immer noch für den Arsch. Das funktioniert sogar wieder, oder? Haha.
Perfekt, perfekt, perfekt. Haben wir hier schon den Außenposten erobert? Sind ja so gut. Das war nur noch da. In der Nähe ist auch schon unser Missionsziel. Passt doch gerade wie geschmiert hier alles. So. Was für ein Anruf hier schon wieder. Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay. Okay. Später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut. Jetzt muss ich aber erstmal hier das hier einnehmen. Sonst wird's damit nix. Oh, scheiße. Passt, 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 passt. Aber momentan ist es noch relativ einfach. Aber die sind ja auch nicht wirklich schwer, diese Türme hier. Geht man relativ locker hoch. Oh, ich glaube, ich hab's schon, oder? Jawohl. Kaputt damit und dann haben wir's. Passt. Und da ist noch eine Kiste. Königsspielkarte und $36. Gut, dann gucke ich jetzt mal auf die Karte. Hat sich ja wieder hier was erweitert und das gehört alles uns. Yes. Und hier ist ganz schön viel Wasser. Hier geht's auf der. Also hier ist die Karte zu Ende. Also hier ist aber noch relativ viel. Also die Karte ist schon noch groß. Hier in der Ecke ist noch was. Und hier geht's auch noch weiter. Also das noch einiges. Jetzt würde ich sagen, reise ich mal schnell hier hin. Ich möchte nämlich einmal kurz hier Dr. Earnhardts Haus. Ach so, ist das in der Nähe? Ach so. War ja halt noch nicht entdeckt. Wo gehe ich denn hin? Ich muss ja als nächstes, muss ich ja hier hin, also kann ich auch hier hinreisen. So. Wieso habe ich denn so wenig Leben? Nochmal bitte. Ah, so geht schon wieder. So, jetzt kaufen und verkaufen. Wie ist denn das jetzt mit den Scharfschützengewehren? Ist das jetzt schon verfügbar? Ja, ist es. Perfekt. Und da gibt es... Wie viel kann ich denn da anbringen? 2 Aufsätze. Und die werde ich mir kaufen. Schalldämpfer unten. High-Power-Fernrohr. Das High-Power-Fernrohr. Jetzt schadet es weit entfernte Ziele mit großer Präzision zu treffen. Drücke R3, Zoom-Stufe zu ändern. Was ist das? Ja, bei Nacht brauche ich nichts. Schalldämpfer ist schon mal gut. Kann ich alles auch noch anmalen? Brauche ich aber nicht. Schalldämpfer. Und ich habe kein Geld mehr für dieses High-Power-Teil. Scheiße. Muss ich erst was verkaufen. Und zwar das, das, das und das. Mehr kommt aber auch nicht zusammen. Ja komm, dann verkaufe ich mal den ganzen Scheiß hier. Wenn ich was brauche, dann kann ich das jagen. Die ganzen Fälle bringen mir jetzt erstmal sowieso nichts. Ich schlepp eh viel zu viel mit mir rum. Einfach alles mal offen. Ja, weghauen. Haben wir auch mal wieder mehr Platz. So, $500. Kommen wir uns auch hier... das Teil hier holen, das High Power... Ne, können wir nicht.
Ich kann es aber schon mal ausrüsten. Okay, zwei Fernschützgedüngste brauchen wir nicht. Und ich brauche wieder hier spezielles. Nehme ich mir schon wieder das Teil mit hier. Den Bogen. Recover-Bogen. Ein Rotpunktvisier. Ach so, okay. Also den rüste ich auf jeden Fall wieder aus. Für die Modell, oder? Ja. Und dann hole ich mir da erstmal das Visier noch. Dann brauchen wir jetzt noch Geld für, ihr wisst schon, für dieses eine geile Visier da. Geld aus dem Fenster. Also so passt es. Und, oh, perfekt. Nice. Also muss das aussehen. Ach, da hast du auch so ein Ziel, wie du halt anvisieren musst. Das ist ja perfekt. Ja, das ist auch mal geil. Gut, damit würde ich mich verabschieden. Sagt, ciao Leute, wir haben in dieser Folge einiges erreicht. Auch mit ein paar Fails, aber das gehört nicht mal dazu. Wenn ich Far Cry zocke, passiert das halt. Ich bin damit raus. Damit ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.